So, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu Axel Zock Skyrim. Und wir machen mal weiter und schauen, was jetzt passiert. Da kommt wohl noch jemand zu spät zu Elenbens kleiner Abendgesellschaft. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch, werter Herr. Hast du was dagegen? Meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen dieses götterverdammten Berges. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung, bitte. Hier, bitteschön. Vielen Dank, mein Herr. Geht einfach hinein. Dankeschön. Eigentlich komme ich ja lieber. Nun denn, hier ist meine Einladung. Ich habe keinen vergifteten Dolch unter meiner Hose versteckt. Und so weiter und so fort. Ich tue nur meine Pflicht. Alles in bester Ordnung. Willkommen zurück. Alles klar. So, dann gucken wir uns mal hier die Festigkeiten an. Ich bin mal gespannt, was hier los ist. So ein bisschen kann ich mich halt noch dran erinnern. Ich glaube, damals hatte ich schon die dunkle Bruderschaft abgeschlossen, bevor ich hier mit der Hauptquest weitergemacht bin. Und da hatte ich super Sachen zum Schleichen und so ein Blödsinn dabei gehabt. Also von Stiefel über Jacke, Kapuze, also die ganzen Schnullifax da. Da war das relativ trotzdem Mist. Weil die haben mich trotzdem alle gefunden. War scheiße. Fand ich nicht gut. Aber jetzt mit den episch langen Ladebildschirm hier ist ja schon wieder so eine Sache. Das ist ja schon, ach. Was soll man denn dagegen tun? Hallo. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elenven, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Ja. Und ihr seid? Ich heiße Sir Axel. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ah, richtig. Ich habe euren Namen auf der Gästeliste gesehen. Da hast du recht. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Was gibt es, Malbon? Genau. Wir haben leider keinen Altowein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein entkorke? Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, Frau Botschafterin. Wir fressen uns hier erstmal voll. Ist ja eine offizielle Veranstaltung. Kein sehr fairer Vergleich, wenn ihr mich fragt. Das möchte ich gar nicht. Das könnt ihr wieder haben. Oh, die goldene Klaue. Warum habe ich die nicht abgelegt? Egal. Das können wir wieder fallen lassen. Schließlich arbeitet Eorlund in der Himmelsschmiede. Wie soll ein anderer Schmied da mithalten können? So, alles weg. Alles klar. Was kann ich euch bringen? Ihr habt es geschafft. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Wollen wir hoffen, dass wir beide diesen Tag überleben. Übrigens habt ihr in letzter Zeit interessante Gerüchte. Natürlich. Lasst mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Ich werde an der Tür darauf warten, dass alle abgelenkt sind. Alles klar, dann müssen wir jetzt die Leute hier ablenken. Wie es scheint, haben sie schon ganz Himmelsrand bereist, um mit ihren Waren hausieren zu gehen. Man muss schon ihren Das in Zeiten zu tun, in denen Drachen die Gegend unsicher machen. Wie können wir denn jetzt hier ablenken? Die Göstlichkeit der Botschaft der Talmor. Würde ich anquatschen? Nö, würde ich anquatschen? Ich hoffe, es gefällt euch. Hier, bitte. Koluvianischer Weinbrand. Oh. Ich nehme es an. Tut mir leid, aber ich denke, ihr habt erst einmal genug. Wie? So, wie lenke ich denn jetzt hier ab am besten? Indem ich das Tablett klaue. Backkartoffeln. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem diese Rebellion zerschlagen Tomate, wird. Tomate, bisschen Gemüse kann ja immer hilfreich sein. Dem kann ich nur zustimmen. Oh. Übrigens habt ihr in letzter Zeit Schlachterfisch. Gehört? Vor nicht allzu langer und Zeit das nehmen wir. Ich tatsächlich etwas Interessantes. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Oh, hier, gebratene Ziegenbein. Pferdehüfte. Gebratener Fasan. Honigschnitte, das ist auch immer gut. Oh. Man muss schon ihren Schneid bewundern. So, wie kann ich denn jetzt hier am besten die Scheiße ablenken? Die Gegend unsicher machen. Elevent. Die Göstlichkeit der Botschaft der Talmor. Natürlich nicht. Man lädt doch nicht die bedeutendsten Männer und Frauen von Himmelsrand ein und serviert ihnen dann billiges Bier und altes Brot. Das ist nur ein Vorgeschmack auf die Vorteile, die man genießt, wenn man die Interessen der Talmor zu seinen eigenen macht. Ja, nee, ist richtig. So? Eine meiner wichtigsten Pflichten besteht darin, die Verständigung zwischen dem Altmeribund und den Menschen von Himmelsrand zu fördern. Außerdem überwache ich die Aktivitäten der Statthalter der Talmor in Himmelsrand, auch wenn der Krieg das leider unterbrochen hat. Das ist natürlich Mist, du, auf jeden Fall.
Die Statthalter der Talmoor werden so häufig missverstanden. Unser vorrangiges Ziel besteht darin, den Frieden zwischen dem Kaiserreich und dem Altmiribund zu wahren. Die Anbetung des falschen Gottes Talos hat zu den bedauerlichen Spannungen beigetragen, die im großen Krieg gipfelten. Das ist ja sehr interessant, aber ich will jetzt mal hier, das ist... Ihr seid sicher nicht gekommen, um... Ja. Ja, komm, wir quatschen einfach mal alles. Wie ist denn hier jetzt, kannst du... Ich hoffe, euch sie bitte nicht wirklich. In diesem Raum ist die Degeneration des Kaiserreiches deutlich zu erkennen. Das ist ja... Es herrscht jetzt Frieden. Und dieser Frieden wird so lange anhalten, wie es unseren Bedürfnissen entspricht. Aber täuscht euch nicht. Dies ist kein Frieden, wie er zwischen gleich starken rivalisierenden Nationen geschlossen wird. Sondern? Er gleicht mehr der Ruhe zwischen zwei Stürmen. Und ich glaube, der nächste Sturm wird weitaus tödlicher als der letzte sein. Ich führe es gibt im Kampf glücklicher... Ich bin hier, um die herrschenden Klassen von Himmelsrand zu erkennen. Auch schon eingesetzt. Wie können wir denn hier... Es sind nicht die Augen, die das wahre Wesen eines anderen enthüllen. Es sind freundliche Gesichter und gutes Essen sind gut und schön. Worte werden aus diesem Grund meide ich sie, wann immer ich kann. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu... Oh, darf ich mich vorstellen? Rasela. Import und Export ist mein... Die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfutzern und alten Knausern. Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Hier. Wunderbar. Ich kann gleich damit anfangen. Ist das alles? Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Alles klar, dann machen wir das mal. Komm, wir gucken uns das mal an, was er jetzt macht. Alle mal aufgepasst. Könnte ich bitte eure Aufmerksamkeit haben? Ich habe euch etwas mitzuteilen. Wie kann ich euch dienen, mein Herr? Los, lasst uns gehen. Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Ich kann mir vorstellen, dass jemand sie ins Bett bekommen möchte. So, Tür zu, Affe tot. Die meisten von euch stecken ja ohnehin schon unter einer Tür schießen. Alles klar. Optional beschaffet ihr deine Ausrüstung zurück. Lasst mich das Gespräch führen. Ist das da meine Ausrüstung da drüben? Komme ich da irgendwie hin? So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt einfach... Alles klar, ich bleib einfach hinter dir. So. Wer kommt da, Malbor? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Oh, Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Los, raus da! Ich habe nichts gesehen. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Ich muss... Alles klar. Dann ziehen wir erstmal hier wieder unsere super Klamotten an. Den Scheiß hier, den schmeißen wir mal weg. Ach, Questobjekt in der Klasse. Sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Super. Ich speichere jetzt erstmal schnell, weil das kann hier ziemlich nervig sein, wenn man das immer macht. Das nehmen wir mit, den Rest lassen wir hier. Viel Glück, ihr seid jetzt auf euch allein. Zu wem gehören sie? Noch mehr Leute der Abgesandten um die... Warte mal. Stopp. Ich muss erstmal hier Waffe ausrüsten. Detrischer Kolben, den haben wir auch schon auf F. Alles klar, den rüsten wir gleich mal aus. Und jetzt ist hier aufs Maul. Oh, komm her. So, und dann muss ich ja jetzt erstmal was essen. Wir haben ja hier gut eingesammelt. So.
Siehst du, das mit Schleichen, das klappt hier überhaupt nicht. Also man ist ja gleich am Anfang, kommt man eigentlich hier voll in die Spuritäten. Oh, wie ich dich hasse! Zauberer der Talmor! Wie ich ihn nicht nur hasse, sondern wie er mir auch übelst auf den Keks geht. So. Na komm schon, hau ihn wieder, den Sack. Episch, Killcam. So. Dann schauen wir mal. Das Ding ist, wir müssen eh alle fertig machen hier. Das ist... Weil es geht gar nicht anders. Zaubertrank des Schlossknacks. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann geht's hier lustig weiter. Talmorrobe. Da könnten wir uns noch umziehen und hier irgendwie ein auf versteckten Dingens machen. Aber eigentlich brauchen wir das auch nicht. Kartoffeln nehmen wir mit. Metfass. Fass. 5 Tomaten nehmen wir mit. Zaubertrank der Tarnung. Der einzige Weg, wo es hier weitergeht, ist halt hier drüben lang. Wie hätte man sich hier durchschleichen sollen, frage ich mich. Das ist unnütz. Unmöglich ist das. So, die Beweise. Beistelltisch, da sind sie schon mal nicht. Wie komme ich jetzt hier an Beweise? Das nehmen wir mit. Das lassen wir alles drinne. Dafür nehme ich Käse und das Brötchen hier mit. Kleiderschrank, auch noch mal ein bisschen Kohle versteckt. Silberhalskette, nö, brauche ich auch nicht. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Was ist das denn? Kuchen und der Diamant, alles klar. Käseecke, Brot, Brot. Rojas Trommel, Schrank, was haben wir da noch? Die wahre Berenzia, Buch 3. Da geht's nach Himmelsrand raus. Da wollen wir aber nicht hin. Ich muss hier drüben irgendwie was gucken. Da unten müssen wir raus. Müssen wir nicht erstmal hier irgendwie was finden? Auch draußen ist es viel zu hell. Ich sehe ja kaum was. Zaubertrank der Regeneration. Lavendel. Lavendel nehmen wir mit. Immer schön plündern, 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 plündern. Bla bla bla. Blöde Bücher braucht auch keiner. Diebstahl. Warum ist das kein Diebstahl und Wacholderbeeren sind Diebstahl? Kleiner Seelenstein. Schwaches Gift. Zaubertrank der kräftigen Heilung. Oh, dass wir die hier schon kriegen, ist ja super. Ich muss erlesener Geschmack in den Schrank reingucken. Und jetzt muss ich mal schauen, wo ich hier lang muss, ehrlich gesagt. Oh, da runter, dahin. Und da hinten geht's raus. Was kann ich hier noch nehmen? Das kann ich noch mitnehmen, das kann ich noch mitnehmen. Das vergesse ich natürlich auch nicht. Für was essen. Diesmal nehme ich es nicht mit. Schlüssel erforderlich. Hat ja keiner von den Wachen. Da hat doch keiner einen Schlüssel mitgehabt. Warum hat da keiner einen Schlüssel mitgehabt? Dieselzweig. Schrank. Gold nehmen wir mit. Ist das Talmor-Stiefel? Wir können uns voll in Talmor verwandeln. Aber ob das wirklich ist? Ja, ich weiß ja nicht. Ihr seid tot. Ach, jetzt fängt das hier an mit diesen verkackten Zauberern. Hui. Ja, kurz ausweichen und jetzt. Ich muss den Zauberer hier zuerst ausschalten, der hält mir am meisten auf den Sack. Los, komm schon. Nein, bleib stehen, du Horst. Ja doch, aber bleib mal stehen. Bleib mal stehen. So. Soldat der Talmor. Immer ein bisschen mal die Energie im Auge behalten. Nein! Und jetzt war es schon wieder fast soweit. Das bisschen, was ich gefunden habe, das futtere ich jetzt mal auf.
Dann Zaubertrank. Wo sind denn meine ganzen anderen Sachen? Hatte ich nicht 100.000 Tränke? Was soll denn das? Gesundheitstränke. Nehmen wir das mal. Der hat ein beschworenes Schwert und der auch. Schnell, ich muss dich niederhauen. So, hast du irgendwas Schönes dabei? Nein, hast du nicht. Du hast auch nur ein bisschen Gold für uns. Trank wäre mal was super. Eine super Sache. Ein bisschen Blümchen sammeln. Bla 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 bla. Da müssen wir rein. Habe ich hier sonst noch irgendwie was? Einen Moment. Nö. Ich glaube nicht. Hier sind noch Blümchen. Blümchen! Ja. Talmorische Botschaft. Ah. Ich muss mich noch mal strecken gerade. Aber ich brauche das Geld. Ich habe es mir verdient. Was? Ich habe auch Ausgaben. Schwein, wisst ihr? Seid euch nicht zu sicher, Gisur. Aha. Hier kommen jetzt mal die Soldaten alle an. Das wird jetzt gleich richtig mies. Ich werde es brennen. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Gisur. Ich bin tot. Na, das war ja mal wieder typisch. Weißt du, ja, übelst umgehauen. Hat man schon detrische Rüstung an, weißt du? Und dann passiert sowas. Na egal. Ich mache jetzt erstmal hier ein Folgenende. Sage danke fürs Zusehen, abonnieren, kommentieren, favorisieren, liken, bla bla bla. Haut rein, bis denne.